So, hallo und Weidmanns Heil zu einer neuen Folge von Hunt, Cook and Grill. Was machen wir heute? Ihr seht, ich habe hier so einen schönen Dammwildrücken aus dem Froster geholt. Den gibt es heute. Da gibt es einen schönen Kräutermantel zu. Also wir werden ihn aromatisieren mit ganz leckeren Kräutern, mit Salbei. Dann haben wir hier Majoran, Knoblauch, Thymian und Rosmarin. Dann habe ich noch so ein Pinchen Olivenöl hier. Und dann habe ich hier, das wollte ich mal ausprobieren, ein neues Gewürz, Roasted Garlic von Ankerkraut. Und wie wir das jetzt machen, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Okay, was machen wir jetzt als allererstes? Das Problem ist, wenn wir jetzt hier oben diese Fettdecke dran lassen, dann schreien wieder alle, oh, das ist aber fettig. Deswegen werde ich die jetzt mal vorsichtig abparieren und dabei versuchen, die auch möglichst im Ganzen von dem Rücken runter zu kriegen. Man kann einfach hier so drunter greifen und dann hier vorsichtig lang schneiden. Warum im Ganzen? Das werdet ihr gleich sehen, weil unser Fleisch kriegt nämlich gleich einen Deckel aus diesem, ja, aus diesem Fett. Darunter kommen dann die Kräuter und dann wird das Ganze im Grill geräuchert. Und die Idee dabei ist, dass die ganzen Aromen dann schön in das Fleisch übergehen von den leckeren Kräutern. Und wer dann möchte, kann sich dann gerne hinterher auch noch was von diesem schönen aromatisierten Fett abschneiden. Aber halt nur wer möchte. Und alle anderen, die essen das halt schön mager ohne. So, ich putze das jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder. Sag mal, Matthias, warum ist das eigentlich so fettig? Das ist doch wild, das müsste doch viel magerer sein. Ja, das ist eine super Frage. Ich habe mir jetzt übrigens Verstärkung geholt, ich habe den Kameramann sitzen. Also, das ist deshalb so fettig, weil dieser Hirsch hier kurz vor der Brunft gestreckt worden ist. Und die Hirsche, also sowohl Dammwild als auch Rotwild, brauchen natürlich in der Brunftzeit sehr viel Energie. Und das fressen die sich in der Zeit oder vorher natürlich an. Das ist also ein richtiger feister Hirsch gewesen. Und wenn man den nach der Brunft erlegt, dann ist natürlich deutlich weniger feist oder fett da dran. Dann ist ja auch wieder ein bisschen magerer. Ja? Also das ist einfach ganz natürlich, dass die jetzt vor der Brunft sehr, sehr fettig sind, sehr, sehr feist sind. Aber das muss ja auch nicht unbedingt schlecht sein. Oh ja. Haben wir das Ganze schön pariert. Ne? Ihr seht, die Sehnen alle runtergemacht. Das ist ganz wichtig, ne? Damit es nicht zäh wird. Also wenn man die Sehne drauf lässt, dann rollt sich das Ganze zusammen. Das, was da liegt, das schmeißt man nicht weg. Da kann man jetzt irgendwie das in die Wurst packen oder vielleicht ein bisschen was für die Griller. So, jetzt salzen wir mal das Stück erstmal. Und mehr erstmal nicht. Einmal gut ordentlich Salz da drauf. Dann nehmen wir ein bisschen von dem Olivenöl, reiben das da schön mit ein, auch nicht zu viel. Das ist einfach nur dafür da, dass es gleich nicht am Rost kleben bleibt. Wir werden das nämlich gleich scharf angrillen und dann auf dem Grill von der anderen Seite salzen. Was jetzt aber viel wichtiger ist, ist hier unsere Schwarte. Nehmen wir unser Filet einmal zur Seite. Die müssen wir nämlich auch ein bisschen vorbereiten, weil die werden wir nämlich jetzt schön einschneiden. Nicht zu tief, also nicht durchschneiden, sondern so breite Streifen, damit da gleich auch schön Oberfläche entsteht und dass das Fett austreten kann und über unser Filet oder beziehungsweise über Rücken oder unseren Rückenstreifen drüber laufen kann und dabei schön die Aromen von den Kräutern mitnimmt, die gleich dann darunter liegen werden. Das schneiden wir hier auch nochmal links ein. So, mit der anderen Seite auch mal ein bisschen aufschneiden, ganz leicht, damit es sich nicht wellt. Okay, Fleisch ist vorbereitet, Grill ist volle Power vorgeheizt. Und da legen wir das jetzt auch einmal drauf, mit der gesalzten und leicht gewürzten Seite nach unten. Und jetzt salzen wir es von oben, auch ruhig durchaus großzügig. Und
lassen wir es einfach mal 2 Minuten da liegen. So, 2 Minuten sind um. Jetzt haben wir doch ein bisschen wenig Öl genommen. Das vorsichtig ablösen vom Rost. Jetzt wenden wir das einmal. Ah, perfekt. Jetzt ruhig ein bisschen zusammenschieben. Und nochmal 2 Minuten von der anderen Seite. Okay, jetzt geht es einmal weiter. Für unser Kräuterbett hacken wir einmal den Knoblauch. Ruhig mit Schale, das ist überhaupt kein Problem. Einfach in feine Streifen. Und auch unsere Kräuter einmal ganz grob durchhacken. Das ist noch so ein Thymianzweig drin. Einfacher. Grob durchhacken und das kommt gleich auf unser Stück Fleisch und wird abgedeckt dann mit unserer Schwarte. Okay, jetzt schalten wir die Brenner aus und legen unser Fleisch auf das obere Ablagerost. Ganz an die Seite. Jetzt kommen hier unsere Kräuter drauf. Jetzt müssen wir das Fleisch einmal kurz verkabeln. Dazu habe ich hier so einen Kerntemperaturfühler. Den stecken wir mittig in die dicksten Stelle ins Fleisch rein. Doch ein bisschen seitlich. Wir messen hier unsere Kerntemperatur. Und jetzt legen wir unseren Fettdeckel einfach hier oben drauf, manteln das so ein bisschen und lassen das Ganze jetzt bis auf eine Kerntemperatur von 54 Grad ziehen. Okay, wir haben ja gesagt, wir räuchern das Ganze ein bisschen. Ich habe jetzt fürs Aroma ein bisschen Apfelholz hier in die Rauchschale getan. Da kommt jetzt der Deckel drauf. Wir wässern die auch gar nicht, weil es geht hier wirklich nur darum, einen ganz kurzen Rauchstoß zu geben. Also gar nicht viel. Also nicht irgendwie jetzt hier 20 Minuten Vollgas mit dem Rauch, sondern wirklich ganz wenig Rauch nur. Wir stellen das einmal kurz hier auf den Brenner. Und unsere Abschnitte, die legen wir jetzt zur Seite. Und stellen unseren Grill hier auf kleinste Stufe, dass wir so eine Temperatur von 100, 150 Grad im Grill erreichen. Gleich fängt es ein bisschen an zu rauchen und lassen das Fleisch jetzt einfach gemütlich vor sich hinziehen und gar ziehen. Okay, nach etwa 20 Minuten sind wir jetzt bei einer Kerntemperatur von 46 Grad angekommen. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt haben wir hier unser Fleisch liegen. Ah, wir gehen noch ein bisschen näher ran, das sieht ja hervorragend aus. Und für die Leute, die gleich die Kruste, beziehungsweise die Schwarte, das macht ja gar keine richtige Kruste mehr, noch mitessen wollen, müssen wir die natürlich auch noch ein bisschen würzen. Und dafür habe ich hier dieses Roasted Garlic von Ankerkraut, ein sehr leckeres Gewürz. Und das geben wir jetzt einfach großzügig da oben drauf. Man kann das hinterher auch noch fürs Fleisch nutzen und der Duft ist wirklich hier ein Traum. Wir können mal einen Blick hier drunter werfen. Achtung, hier liegen jetzt die Kräuter und das Ganze, oh, das ist wirklich ein Träumchen. Ja, wir lassen das jetzt noch schön langsam vor sich hinziehen, bis wir die perfekte Kerntemperatur erreicht haben. So, wir sind jetzt bei einer Kerntemperatur von 54 Grad angekommen. Jetzt gucken wir uns das mal an. Das sieht super aus. Und jetzt bringen wir das Ganze mal zum Tisch und dann schneiden wir das mal an und gucken mal, wie es geworden ist. Nach einer Garzeit von etwa 40 Minuten konnten wir uns gemeinsam mit Freunden an den wirklich hervorragenden Dumbledrücken freuen. Das Fleisch war super zart, perfekt gebraten, das Aroma von den Kräutern und dem Rauch kam super zur Geltung. An dieser Stelle ein Dankeschön an Kameramann Rainer. Ich wünsche euch viel Weidmannsheil. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, gebt mir einen Daumen nach oben. Macht's gut!